Würde mich Gabi Garcia in einem Kampf besiegen? Und wer ist sie überhaupt? Gabrielle Garcia ist die beste Grapplerin aller Zeiten. Absolutes Biest. Schaut euch den Körperbau an, insbesondere für eine Frau. Unglaublich. Hier hat sie gerade Routine gewonnen und das ist sie neben einer eher normal gebauten Frau. Hier ist sie neben MMA-Legende Wanderlei Silva und schaut, sie ist sogar höher und breiter als Wanderlei Silva. Gabi Garcia ist 1,87 Meter. Sie war früher ein bisschen pummelig, jetzt ist sie ripped mit 95 Kilogramm. Neunfache BJJ-Weltmeisterin, vierfache ADCC-Weltmeisterin. Unglaublich. Diese Frau ist also ein absolutes Biest. Sie wurde Weltmeisterin in der Frauendivision in der Klasse über 74 Kilogramm, denn das ist Heavyweight bei den Frauen. Gibt es fast nie eine Frau, die so groß und so stark ist. Könnte sie mich besiegen? Wohl kaum. Ich bin schneller als sie, ich bin besser als sie, ich bin sogar stärker als sie. Ich habe gesehen Videos, wo sie am Trainieren ist und sie ist extrem stark. Stärker als wahrscheinlich auch die meisten Männer, weil ich habe gesehen, was sie für Gewichte hebt. Und ich war selbst ein bisschen überrascht, dass ich deutlich größere Gewichte heben kann als sie. Also ein absolutes Biest in der Frauendivision gibt es niemand sonst auf der Welt, der mithalten kann mit dieser Frau. Aber ich als doch relativ starker Mann, aber eher kleinerer, mittelschwerer Mann, bin auch sogar körperlich stärker als sie. Das zeigt uns wieder mal den Unterschied, wisst ihr, zwischen Männern und Frauen, dass der einfach fast zu groß ist. Übrigens, besonders beeindruckend ist, dass sie möglicherweise sogar ganz natural ist. Dass sie einfach ein absoluter genetischer Freak ist. Sie wurde nur ein einziges Mal, ist sie durch einen Doping-Test gefallen. Und wisst ihr für was? Für Clomiphene. Sie hat ein Medikament benutzt, das Frauen verschrieben bekommen, wenn sie zu wenig Östrogen produzieren und deshalb nicht ihre Tage bekommen und nicht schwanger werden können. Also die Frau hat sich Kinder gewünscht und konnte keine bekommen. Es gibt Leute, die spekulieren, dass das eine Folge des Dopingkonsums wäre und andere, die spekulieren, dass sie eben einfach von Natur aus unglaublich krasse Hormonwerte hat, die eigentlich für eine Frau gar nicht möglich sein sollten und verbunden mit einem kleinen Gigantismus und deshalb einfach für eine Frau, wie es unter Milliarden nur eine gibt.